Mein Name ist Katrin Post. Ich bin Steinmetzmeisterin und Bildhauerin und habe mich auf individuelle Grabmale spezialisiert. Mein Unternehmen sitzt in Siegburg, aber ich arbeite deutschlandweit. Da Kunden im besten Falle oft nicht wissen, wie der ganze Prozess rund um einen Grabstein abläuft, habe ich diesen Film gemacht. Bei unserem Treffen verlange ich Ehrlichkeit. Ich möchte, dass man mir über den Verstorbenen erzählt, welche Leidenschaft derjenige hatte, welche Hobbys, alles das, was ihn ausgemacht hat. Und das versuchen wir gemeinsam von einem Wort in ein dreidimensionales Steinbild umzusetzen. Die Individualität des Grabsteins zeichnet sich dadurch aus, dass das, was auf dem Grabstein dargestellt ist, wirklich den Verstorbenen widerspiegelt. So kann es zum Beispiel sein, dass eine Berlinerin mit einem Berliner Bär auf dem Stein in Rheinland-Pfalz beerdigt ist. Oder jemand, der für seinen Job gelebt hat, ganz klar zu erkennen ist, dass er Maurermeister war. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Geben Sie mir die Möglichkeit und ich gestalte Ihnen einen wunderschönen Grabstein, der komplett auf Ihren verlorenen Menschen passt. Da es nicht immer ganz leicht ist, sich vorzustellen, welches Hobby man denn in einen Stein umarbeitet, helfe ich gerne weiter. Denn das ist meine Aufgabe und das ist auch mein Steckenpferd. Ich stricke aus dem, was Sie mir erzählt haben, einen wunderschönen Stein, der auf den Verstorbenen passt und auf niemand anderen. Nach ein paar Tagen bitte ich dann erneut zu einem persönlichen Gespräch. Dort stelle ich dann den Entwurf vor, der mir eingefallen ist zu dem, was Sie mir erzählt haben. Vielleicht sind es auch zwei oder drei Entwürfe und dann entscheiden Sie, ob das passt. Sobald die Gestaltung abgeschlossen ist, geht es ans Eingemachte, denn dann muss das Material ausgesucht werden. Sollte nicht der Entwurf an sich schon ein gewisses Material eingrenzen, helfe ich gerne dabei, welche Materialsorten überhaupt zur Verfügung stehen. Farben, Formen, Bearbeitungsarten. Es ist sehr viel möglich und sehr viel mehr, als Sie bisher gesehen haben. Nicht ganz unwichtig ist auch die Situation vor Ort. Auf dem Friedhof sollte man beachten, was steht rechts und links daneben. Was steht vielleicht dahinter, wie ist der Lichteinfall? Hier helfen mir zum Beispiel auch Fotos, wenn Sie von weiter weg kommen. Das ist auch kein Problem. Ansonsten würden wir mit dem Modell zusammen und der Zeichnung gemeinsam zum Friedhof gehen, um zu schauen, ob das passt. Der Tag, an dem der Grabstein auf das Grab kommt, ist auch für mich ganz besonders. Denn da ist für mich, aus Ihren Worten, etwas ganz Dreidimensionales aus meiner Leidenschaft heraus entstanden. Das Schöne an meiner Arbeit ist, dass Sie eigentlich wegen einem traurigen Anlass zu mir kommen. Aber auf jeden Fall meine Werkstatt mit einem Lächeln verlassen werden. Ich gebe Ihnen die Möglichkeit, für jemanden ein letztes Geschenk zu machen und freue mich sehr auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail, um ein persönliches Beratungsgespräch zu vereinbaren. Und dann erzählen Sie mir Ihre Geschichte.